So, meine Damen und Herren, wir sind inzwischen beim Tagesordnungspunkt 6, die Aktuelle Stunde, Satzung über die Bereitstellung, Benutzung und Betreibung von Unterbringungseinrichtungen für Asylbewerber sowie für Flüchtlinge nach § 3 der Sächsischen Flüchtlingsarbeitsgruppe. So. Wir beginnen mit dem Einreicher. Herr Vogel, bitteschön. Sie wissen, dass Sie 10 Minuten haben, ne? Bitteschön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Beigeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, lassen Sie mich eingangs kurz den Hintergrund beschreiben, der unsere Fraktion motiviert hat, die heutige Aktuelle Stunde mitsamt dem zugrunde liegenden Satzungsantrag in den Geschäftsgang zu geben. Ende August 2014 teilte uns die Landesdirektion per Pressemitteilung mit, dass Dresden in den nächsten Monaten mehr als 1000 zusätzliche Asylbewerber aufnehmen müsste und die Landeshauptstadt als untere Unterbringungsbehörde im Sinne des sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes verpflichtet sei, für diese so rasch wie möglich zusätzliche Unterbringungskapazitäten zu schaffen. Auch die wenigen Wochen später erlassene Haushaltssperre konnte an den zweistelligen Millionenkosten nichts ändern, die uns der Geschäftsbereich von Sozialbürgermeister Martin Seidel mit der Vorlage V0085-14 daraufhin präsentierte. Diese aufgrund der Umstände an vielen Stellen mit heißer Nadel gestrickte Vorlage wurde am 11. Dezember 2014 mit 37 Stimmen der sogenannten fortschrittlichen Gestaltungsmehrheit, wie sie sich von den Linkspopulisten geführte Kooperative im Stadtgang gern selbst tituliert, gegen 33 Stimmen von CDU, AfD, FDP, Freie Bürger und den fraktionslosen Stadträten knapp durchgesetzt. Und das ohne jegliche Kompromissbereitschaft, trotz einer Vielzahl fundierter Änderungsanträge. Sozialbürgermeister Seidel wies noch wenige Tage vor dieser Abstimmung in einem Informationsschreiben nachdrücklich darauf hin, dass die Annahme dieser Vorlage alternativlos sei. Lieber Herr Seidel, nichts im Leben und erst recht nicht in der Politik ist alternativlos. Das hatte schon die Bundeskanzlerin erfahren müssen, welche die Verschleuderung deutscher Steuergelder in Milliardenhöhe für die Euro-Rettung als alternativlos bezeichnete. Was schließlich dazu führte, dass sich unsere Partei vor mittlerweile fast 2 Jahren als Alternative zu dieser gegenüber uns deutschen Steuerzahlern Institutionalisierung Verantwortungslosigkeit gründete. Doch wir, die AfD, verstehen uns nicht allein als Alternative für Deutschland, sondern das Kürzel AfD steht genauso, und das besonders bei dem heute diskutierten Thema, für eine Alternative für Dresden. Doch zurück zum Hintergrund unseres Antrages. Seit Mitte Dezember 2014 hat sich die Unterbringungssituation aufgrund der stark steigenden Zahlen von Asylanträgen und Kontingentflüchtlingen weiter verschärft. Dies gilt nicht allein in Dresden, sondern genauso Sachsen und deutschlandweit. Zum Vergleich die letzten Zahlen vom Januar 2015 aus dem Sozialamt. Insgesamt erhielt Dresden im vergangenen Monat 148 neue Asylbewerber und Flüchtlinge zugewiesen, von denen genau die Hälfte, nämlich 74 aus den 3 Staaten, Kosovo, Tunesien und Serbien, nach Deutschland gekommen sind. Unsere Stadt steht deshalb vor der sehr ernstzunehmenden Herausforderung, diesen Zustrom, der aufgrund geltender Gesetze im kommunalen Bereich nicht wirklich steuerbar ist, so zu strukturieren, dass die Unterbringung der mehreren tausend Antragsteller so professionell wie nötig und so transparent wie möglich organisiert werden kann. Dazu gehört beispielsweise die Regelungslücke der bestehenden Übergangswohnheimsatzung von 2007 bei dezentralen Gewährleistungswohnungen schnellstens zu schließen. Denn der größere Teil der neu ankommenden Asylbewerber, 1.300, soll laut dem oben schon erwähnten knappen Mehrheitsbeschluss des Stadtrates nicht mehr allein in den Gemeinschaftsunterkünften, sondern vor allem in den zusätzlich akquirierten 220 Dresdner Wohnungen untergebracht werden, um dort die Entscheidung ihrer in Sachsen durchschnittlich zwischen 12 und 15 Monaten dauernden Asylverfahren abzuwarten. Diese Wohnungen hängen regelungstechnisch aber vollkommen in der Luft und werden momentan hilfsweise über die 8 Jahre alte Übergangswohnheimsatzung, die wir mit unserem Antrag
entweder aktualisieren oder gleich durch eine neue Satzung gemäß § 3 des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes ersetzen wollen, abgebildet. Genau hier setzt unser Antrag A022-15 an. Ziel ist es, den gesamten Prozess der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Dresden, beginnend von der Ausschreibung der Standorte über deren Auswahl, der Bereitstellung, der Benutzung und der Betreibung, von Anfang bis Ende eindeutig zu beschreiben. Des Weiteren soll dort, wo noch keine externen Vorgaben durch die sächsische Vergabeordnung existieren, diese Satzung klare Regeln und eindeutige Qualitätskriterien definieren und für mehr Transparenz im gesamten Prozessablauf sorgen. Die Notwendigkeit einer solchen Satzung steht außer Frage und wird von der Oberbürgermeisterin in ihrer Antwort vom 18.02.2015 auf unsere Anfrage auch bestätigt. Sehr geehrte Frau Orres, ich darf Sie wie folgt zitieren. In der praktischen Anwendung hat sich gezeigt, dass die Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnisses für alle besonderen Bedarfsgruppen gleichermaßen eine Anpassung an aktuelle Gegebenheiten erfahren muss. Die gegenwärtig geltende Übergangswohnheimsatzung aus dem Jahre 2007 wird den Erfahrungen der vergangenen Jahre nicht mehr in allen Punkten gerecht. Es ist also festzustellen, dass das bestehende Regelungswerk nicht mehr als ausreichend betrachtet wird. Die Übergangswohnheimsatzung wird in Ermangelung spezifischer Vorschriften im Wege der Analogie auch für Gewährleistungswohnungen angewendet. Zitat Ende. Des Weiteren wird in dieser Antwort der Oberbürgermeisterin auch ihre Rechtsauffassung zum Ausdruck gebracht, dass keine der in unserer Fragestellung formulierten zusätzlichen Verfahrensschritte, das sind erstens die Ausschreibung, zweitens die Anmietung, drittens die Bereitstellung sowie Betreibungsgegenstand als vierter Punkt einer öffentlich-rechtlichen Satzung sein können. Sehr geehrte Frau Orres, das müssen Sie im Detail auch nicht. Und abgesehen davon ist es ja wohl rechtlich zulässig, ein klares Anforderungsprofil festzuschreiben. Darüber hinaus wäre es uns allen schon geholfen, wenn in dieser Satzung eine vollständige Liste aller gesetzlichen und untergesetzlichen Vorschriften sowie der möglichen Individualvereinbarungen mit Verweis auf die jeweils relevanten Punkte aufgeführt würde. Vom sächsischen Vergabegesetz über die Dienstordnung zur Vergabe öffentlicher Aufträge bis zur Verwaltungsvorschrift des sächsischen Innenministeriums über die Mindestempfehlungen zu Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften? Ich bezweifle, dass alle im Prozess der Auswahl, Schaffung und Betreibung entsprechender Unterbringungskapazitäten Beteiligten, einschließlich der letztendlich die Heimbetreiber mitbeschließenden Stadträte, diese Vorschriften immer ausreichend kennen bzw. berücksichtigen. Wie sonst ist zu erklären, dass auf der heutigen Tagesordnung unter Punkt 23 eine Vorlage eingebracht worden ist, die eine Aufhebung des rechtswidrigen Stadtratsbeschlusses vom 11.12.2014 über die nachträgliche Änderung der Betreiberauswahl beinhaltet. Lieber Herr Seidel, an dieser Stelle möchte ich auf den von Ihrem Geschäftsbereich novellierten Satzungsentwurf V0100-14 einer Unterbringungssatzung eingehen, der sich offenbar schon seit Ende vergangenen Jahres im internen Verwaltungsumlauf befindet und von dem wir nur durch Zufall erst vor einigen Tagen erfahren haben. Dies zum einen über die Antwort der Oberbürgermeisterin auf unsere schriftliche Anfrage, die vergangenen Freitag bei uns einging, und zum anderen aus dem Mund des Ortsamtsleiters am Montag dieser Woche im Ortsbeirat Neustadt. Mittlerweile liegt der AfD-Fraktion auch die zusätzliche persönliche Stellungnahme des Sozialbürgermeisters zu unserem Antrag vor, die Herr Seidel am 2. Februar 2015 an die Oberbürgermeisterin gesandt hat. Herr Seidel, so geht das nicht. Sie schreiben dort, dass der Antrag der AfD-Fraktion entbehrlich sei, weil sich ihr eigener Satzungsentwurf, den aber niemand kennt und der deshalb auch nicht diskutiert oder mit unserem Antrag verglichen werden kann, im internen Geschäftsbereich im Lauf befände. Diese Linie geben Sie dann intern an Ortsamtsleiter weiter und die Ortschaftsvorsteher weiter mit dem Ziel, dass diese in ihren jeweiligen Gremien die Ablehnung unseres Antrags empfehlen, ohne dass wir die Chance erhalten sollen, auf der Grundlage konkreter Satzungsinhalte eine sachliche Entscheidungsfindung herbeizuführen. Diese Vorgehensweise ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar.
Wir betrachten es als eine der wesentlichen Aufgaben des Stadtrates, die Stadtverwaltung auf bestehende Defizite, in diesem Fall Regelungsdefizite, mit dem Ziel einer Behebung hinzuweisen, um eventuell Nachteile für die Stadt und ihre Bürger abzuwenden. Ob ein Antrag entbehrlich oder nicht entbehrlich ist, entscheiden allein die Stadträte und nicht einzelne Beigeordnete. Ich möchte auch nicht ausschließen, lieber Herr Seidel, dass Ihr Satzungsentwurf oder vielleicht auch nur Teile davon unsere Zustimmung finden werden. Aber um sich zeitnah darüber eine Meinung bilden zu können und zu entscheiden, wie wir mit unserem eigenen Antrag weiterverfahren, ist es erforderlich, dass Sie Ihre Karten umgehend auf den Tisch legen. Unsere Stadträte werden deshalb gemeinsam mit Stadträten anderer Fraktionen schnellstmögliche Akteneinsicht gemäß § 28 Absatz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung beantragen für ihren im Verwaltungsumlauf befindlichen Satzungsentwurf mitsamt allen dazugehörigen Dokumenten. Dankeschön. Lieber Herr Seidel, lassen Sie mich abschließend noch auf das Thema frühzeitige Bürgerbeteiligung bei der Standortwahl, der Asylbewerberunterbringung sowie allen damit im Zusammenhang stehenden Punkten eingehen. Wie wir im Herbst 2014 mitbekommen haben, scheint dieses Thema ja nicht unbedingt Ihre Herzensangelegenheit zu sein. Für uns dagegen schon, weil wir grundsätzlich unabhängig vom jeweiligen Thema für... Ich bin kurz unterbrochen worden und ich bitte die Zeit nachzuholen. Es ist noch eine halbe Minute. Für uns dagegen schon, weil wir grundsätzlich unabhängig vom jeweiligen Thema für mehr Bürgerbeteiligung und Bürgernähe bei der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung eintreten. Deshalb und für eine baldische Einführung der Ortschaftsverfassung in den 10 Herr Vogel, Sie können den Satz noch beenden, aber Sie müssten dann bitte darauf achten, Schluss zu machen. Gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte schön. So, die FDP ist als nächster Redner dran. Herr Genschmer, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuhörer, kein weiteres Thema in der Stadt im Moment beschäftigt die Dresdner die Politik, so wie das Thema Asyl. Es ist ein deutschlandweites Thema. Umso erstaunter bin ich, wenn ich in die Reihen hier im Stadtrat gucke, wo die AKTO, dass die Linke natürlich andere Pläne hat, die sie interessiert. Haben wir auch bei der Abstimmung im Dezember gehört. Da hat man ja die Vorlage am Ende nur durchgewinkt. Deswegen ist es vielleicht bei der linken Seite des Rates nicht so ein prekäres Thema, was man ideologisch dann durchführt. Es ist ein wichtiges... Also, gestatten Sie mir ein paar Worte zu der Aktuellen Stunde, zum dem in Dresden bewegenden Thema. Wir als FDP-Fraktion begrüßen, dass die AfD dieses Thema noch mal bei der Aktuellen Stunde hier in die Öffentlichkeit, hier im Rat gerückt hat. Wir sehen es auch, dass man durchaus eine Satzung, die seit 2007 besteht und wo sich die Zahlen auch extrem nach oben bewegt haben, mal rüber im Rat, in der Verwaltung darüber nachdenken kann, so eine Vorlage zu überarbeiten. Nichtsdestotrotz sehen wir es so, wie ich es in unserer Rede im Dezember gesagt habe, vor allen Dingen in der Richtung, dass es viel wichtiger ist, dass wir eine Satzung neu erlassen, dass wir mit dem Bürger ins Gespräch kommen, rechtzeitig ins Gespräch kommen, dass wir den Bürger nicht als unmündig bezeichnen oder betrachten und Entscheidungen gerade in den kleineren Ebenen, in den Ortsamtsbereichen hier im Rat ignorieren und am Ende eine Satzung durchdrücken. Gestatten Sie mir noch mal auf die Entwicklung im Ende der letzten Jahres, im letzten Quartal zurückzugehen. Ich werde es wieder aus meinem Ortsamtsbereich beweisen, wie es damals lief. Herr Dreef, Sie waren mit dabei damals auf der Breitscheidstraße, wo man mit den Bürgern ins Gespräch gekommen ist. Herr Rentsch und Frau Arnert waren auch mit dabei. Dort wurde sachlich mit den Bürgern geredet. Dort hat man gemerkt, dass die Bürger auch bereit sind, über Standorte, über Einrichtungen zu reden. Dort waren Sie selber überrascht, dass am Ende die Anwohner dort bereit waren, Patenschaften zu übernehmen. Was hat die linke Seite gemacht? Wie es Herr Vogel schon gesagt hat, inhaltlich fundierte,
punktuelle Änderungen in dem Antrag wurden auf der linken Seite ideologisch abgelehnt und auch die Redebeiträge, die man ja heutzutage auch noch im Netz nachverfolgen kann, waren rein ideologisch geprägt und alle, die den linken Mainstream nicht mitfolgen, wurden als Nazis beschimpft, was mir selber am eigenen Leibe mit widerfahren ist. Wir als FDP, Freie Bürgerfraktion, werden auch in Zukunft das Gleiche machen, was wir davor gemacht haben. Wir werden mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Wir werden die Bürger informieren, was geplant ist. Ich möchte auf ein Beispiel hinweisen in den Ortsamtsbereichen Leuben und Broles. Dort ist aus der Bürgerschaft ein Ersatzstandort. Herr Avenarius, Sie haben sich mit den Bürgern, glaube ich, auch jetzt getroffen, die Fürsterlingsstraße ins Gespräch gebracht worden. Die Bürger haben die Fürsterlingsstraße nicht nur als Objekt, sondern sogar einen fachkundigen Betreiber ins Spiel gebracht. Was kristallisiert sich im Moment raus als Dank, dass die Bürger sich in die Diskussion einbeziehen? Wird es nicht als Ersatzstandort im Moment geplant, sondern als neuer zusätzlicher Standort in der Stadt. Und das ist das, wo man sieht, was in dieser Stadt ist. Schon jetzt sind die Entscheidungen im Dezember fast schon Makulatur. Die Zahlen gehen nach oben. Ich habe damals gesagt, auch die Personenzahlen, Herr Vogel hat es auch gesagt, es kommen immer mehr einzelreisende Männer. Ich habe im Oktober Herrn Lämmerhirt gefragt, dass meine Familie gerne eine Patenschaft über eine Kriegsflüchtlingsfamilie übernehmen würde. Herr Lämmerhirt kann mir bis heute, ich habe gestern mit ihm gesprochen, keine Familie vermitteln. Er sagt, die Zahlen von 70% alleinreisenden Männern sind mittlerweile auf über 90 gestiegen. Das zeigt die Aktualität dieser Diskussion. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich bedanke mich nochmal, dass das Thema nochmal in die Öffentlichkeit gebracht wurde. So, für die CDU-Fraktion Frau Malberg, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren, man kann zum Sinn dieser Aktuellen Stunde bzw. dieses Antrags geteilter Meinung sein. Wir halten ihn zum jetzigen Zeitpunkt für absolut entbehrlich, bei allem Respekt, meine Herren Kollegen von der AfD, aber wir wissen ja Ihre Bemühungen ums Thema. Die meisten von uns haben in den letzten Wochen und Monaten so viele Gespräche geführt, dass sich bei einigen Kollegen das Gefühl einstellte, es ist eigentlich schon alles gesagt. Fakt ist, unsere Spielräume sind gering und wir müssen ausbaden, was andere uns aufbürden. Seit geraumer Zeit steigt die Zahl der Asylsuchenden dramatisch. Und so gern man aus Nächstenliebe allen helfen möchte, die Realität bringt uns oft und schnell an die Grenzen des Machbaren. In den überforderten Kommunen geht es darum, den Ansturm zu bewältigen und die Ankommenden menschenwürdig unterzubringen. Und das im Rahmen einer Ver- und Erträglichkeit für die Bürger unserer Stadt. Natürlich, keine Frage. Und solange wir in den Kommunen Notunterkünfte schaffen müssen, Turnhallen und Verwaltungsgebäude etc. umfunktionieren, ist es schwierig, von Integration und Teilhabe zu sprechen. Auch das Vorgehen der Verwaltung bei der Vorlage zu den Wohnheimen hat dafür gesorgt, dass die Idee der demokratischen Einbeziehung aller Teile der Gesellschaft nur noch als Witz wahrgenommen wurde. Darüber hinaus hat es den zuständigen Bürgermeister am letzten Sonntag offenbar seinen neuen Job gekostet. Diese Art von Politik hat dazu beigetragen, dass sich Bürger und Politik zunehmend voneinander entfernen. Die Ressentiments gegenüber Asylsuchenden ist genauso wenig hilfreich wie das ständige heile Weltgerede. Es ist denen mit Sicherheit kein Vorwurf zu machen, die den Verlockungen des Sozialstaates folgen, sondern denen, die offensichtlich keine hinreichenden Schranken eingebaut haben. Die Politik trägt eine große Schuld an der Fehlentwicklung der Asylpolitik. Und das ist sie, meine Damen und Herren. Tabus und Denkverbote haben nicht nur Glaubwürdigkeit gekostet, sondern die Situation an den Rand des Beherrschbaren gebracht. Wir können, und das war immer unser Ziel, die anstehenden Aufgaben nur gemeinsam mit unseren Bürgern bewältigen, niemals gegen sie. Ich danke Ihnen. Für die Linke, Frau Wagner, bitte.
Sehr geehrte Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, die AfD beantragte Ende Januar eine Aktuelle Stunde zum Thema Satzung über die Bereitstellung, Benutzung und Betreibung von Unterbringungseinrichtungen für Asylbewerber sowie Flüchtlinge nach § 3 des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Die AfD wünscht sich eine neue Satzung, an deren Diskussion und Erstellung die Dresdner Bürgerschaft frühestmöglich einbezogen werden soll. Dieselbe Partei, die in Hamburg die Intendantin des Kampnagel-Theaters angezeigt hat, weil sie Flüchtlinge unterbringen will, möchte, will die Satzung zur Unterbringung von Flüchtlingen ändern. Da muss man sich doch fragen, mit welchem Ziel und warum gerade die AfD? Ein paar Gedanken zum eigentlichen Thema. Wie leben denn Asylsuchende und Flüchtlinge gegenwärtig in Dresden? 6 Quadratmeter stehen volljährigen Personen zu, die auf der Flucht vor Diskriminierung, Vertreibung, Krieg, Verfolgung, Tod und Elend Schutz in Deutschland suchen. Und was finden Sie hier? Ein Zimmer, das Sie, wenn es klein genug ist, mit nur einer Person teilen müssen, die Sie nicht kennen, die möglicherweise schwer traumatisiert ist, mit der Sie über Monate und manchmal Jahre auf engstem Raum zusammenleben müssen, dankbar, lebensgefährlichen Umständen entflohen zu sein, aber in der steten Angst um Angehörige, die zu Hause bleiben mussten oder selbst wieder zurück zu müssen. Wenn Sie mit den Menschen reden würden, wüssten Sie, warum es so viel mehr junge Männer sind, die es bis zu uns schaffen, warum so wenig Familien dabei sind und kaum Kinder. Eine Flucht ist kein Sonntagsspaziergang. Und noch etwas, kein Mensch will seine Heimat verlassen. Viele Flüchtlinge planen von Anfang an ihre Rückkehr, aber viele der Flüchtlinge, die hier ankommen, leben in der Hoffnung, bis zur Rückkehr ihre Angehörigen zu sich in Sicherheit holen zu können, auf einem sichereren Weg als der Überfahrt übers Mittelmeer, das für bis zu 40.000 Menschen zum Grab geworden ist. 40.000 Menschen. Und die, die es geschafft haben, sind jetzt endlich in Sicherheit, in einer zweifelhaften, wie Sie wissen. Und wie würden Sie sich fühlen? Und was genau bezwecken Sie mit der angestrebten Satzungsänderung? Was ist das Ziel? Möchten Sie die Unterbringung menschlicher machen, mehr Privatsphäre für die zum Teil schwer traumatisierten Menschen schaffen, eine Traumabehandlung, sichere Räume mit einer intensiven Betreuung, Deutschkurse von Anfang an? Wollen Sie, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass die Menschen für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen, und zwar von Anfang an? Wollen Sie die Gesundheitsversorgung verbessern? Wollen Sie, die AfD, das? Nach allem, was ich von der AfD zum Thema gehört habe, bin ich überzeugt, genau das wollen Sie nicht. Was den Bürgerinnen und Bürgern sowie allen Betroffenen helfen würde, ist nicht die Satzungsänderung. Was helfen würde, ist Folgendes. Und damit meine ich alle Dresdnerinnen und Dresdner. Bringen Sie sich ein. Helfen Sie geflüchteten Menschen, verbessern Sie deren Situation, verbringen Sie Zeit mit ihnen. Hören Sie zu, wenn jemand eine Geschichte zu erzählen hat, von der Sie etwas lernen können. Etwas lernen über die Folgen von Kriegen, von denen wir profitieren. Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Es sind Menschen wie Sie alle, die Respekt verdient haben und denen wir ein Leben in Sicherheit ermöglichen müssen. Kämpfen Sie zusammen mit den Flüchtlingen für deren Rechte, zum Beispiel am 28. Februar am Theaterplatz. Refugees welcome. Dankeschön. So, wir begrüßen Herrn Hofsammer am Rednerpult. Ist das jetzt immer Ihr Platz? Ist das jetzt immer Ihr Platz? Nein. Da bleibe ich auch. Weil ihr wechselt manchmal. Naja, ich bleibe da sitzen. Da wird man nämlich den Sitzplan mal so ändern, wenn es recht ist. Ja. Entschuldigung, wenn es noch falsch ist. Wusste ich gar nicht. Also, ich erkläre hiermit, ich bleibe da sitzen. Gut. Also das heißt aber, Sie müssen auch sitzen bleiben. Okay, das müssen Sie mit ihm klären. Okay, jetzt kommen wir mal zum Thema. Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme es der AfD nicht ab, dass Sie mit diesem Antrag, mit dieser Aktuellen Stunde auch nur einen Deut wirklich an der Situation in Dresden für Flüchtlinge etwas ändern wird. Eine Partei, die am rechten Rand fischt, mit nationalpopulistischen Thesen aktiv ist, dass
Tut mir leid, dann nehme ich es nicht ab. Jetzt zum Antrag und zu Ihrer Einbringung. Ich habe selten eine so technokratisch-bürokratische Einbringung einer Aktuellen Stunde erlebt wie diese. Was wollen Sie politisch? Was wollen Sie für Flüchtlinge in dieser Stadt wirklich erreichen? Der letzte Punkt, der kam, da wurden Sie leider in, da hat es leider nicht mehr gereicht vor lauter Technokratie. Nicht zugehört. Sie wollen irgendeine Satzung erlassen. Was wollen Sie damit? Herr Genschmar, dass Sie sich ja nahe im Moment sich an die FDP ranwanzen, AfD ranwanzen, wundert mich an dieser Stelle gerade gar nicht bei diesem Thema. Ist ja schön, dass Sie mich anbrüllen hier. Wunderbar, genau das hatte ich mir erhofft. Wissen Sie, was sind die Themen? Die Situation der Kommune hier als Herausforderung darzustellen, ist ja völlig richtig. Die spannende Frage ist aber doch, was ist der Anlass? Sie stellen es, Herr Genschmar, an dieser Stelle so dar und Frau Malberg, da haben Sie leider, was ich sehr bedauere, mit in dieses Horn getutet. Zumindest erwecken Sie den Eindruck, vielleicht habe ich es dann auch falsch verstanden, dass die Menschen, die hierher kommen, das Problem sind. Meine werten Kolleginnen und Kollegen, das halte ich für eine fatale Falscheinschätzung in Missachtung des Grundrechts auf Asyl in diesem Lande. Denn für maximal ist der Umgang mit der Situation und die Schwierigkeiten und die Unfähigkeiten, die der Freistaat Sachsen an dieser Stelle anders an den Tag legt, die Herausforderung, mit der wir tagtäglich zu kämpfen haben. Wenn sich im regelmäßigen Rhythmus Zuweisungszahlen nach Lottoprinzip vom Freistaat ändern, wie soll diese Verwaltung Maßnahmepläne erlassen? Die sind dann natürlich nicht mal mehr das Papier wert, auf dem sie stehen. Das sind Herausforderungen, mit denen eine Verwaltung zu kämpfen hat. Wir haben versucht, mit dem Maßnahmeplan Grundpfeiler festzuschlagen und haben diesen übrigens komplett mit dem Haushalt ausfinanziert. Und richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden vor der Herausforderung stehen, bei wachsenden Zahlen uns zu fragen, wie wir den Schlüssel Betreuung für soziale Betreuung und Begleitung so halten können. Das wird nämlich eine Herausforderung werden. Liebe Kolleginnen, wir werden uns fragen müssen, wie wir das Geld und die Ausstattung für Sprachkurse weiter aufrechterhalten, wie wir in der Situation mit den Zuweisungsgruppen umgehen, in der Frage von Beschäftigung, damit nicht Menschen dauerhaft auf wenigen Quadratmetern verdammt sind, nichts zu tun. Diese Herausforderung haben wir. Und wir werden uns fragen müssen, ob wir als Kommune da alleine finanziell verantwortlich sind oder ob nicht der Freistaat in die Pflicht genommen werden muss und der Bund. Das sind Fragen, entschuldigen Sie, ich bin im Bund nicht verantwortlich und Bündnis 90, die Grünen auch nicht. Motzen Sie nicht auf den Bund, da drehen Sie bitte an Ihre eigene Nase. Also da wird ja hier wieder mal alles verdreht. Also hier den Bund jetzt. Der Bund ist da genauso in der Verantwortung, Entschuldigung. Und da hilft es mir auch nicht, das, was im Moment passiert und irgendwelche Taskforces eingerichtet werden. Ich habe langsam die Befürchtung, dass der Innenminister für ganz viele Fälle Taskforces braucht. Es zeigt einfach, wie verzweifelt dieser Mann ist in diesem Thema und unfähig in seiner Verwaltung irgendwie noch was auf die Reihe zu kriegen. Ich bin an der Stelle schlicht und ergreifend, hätte ich erwartet, wenn wir eine Aktuelle Stunde führen, zu diesen Themen ins Gespräch zu kommen, da würden mich Ihre Vorstellungen interessieren. Allein, ich glaube nicht, dass Sie mir sie liefern, weil ich Ihnen eben nicht abnehme. Eine Aktuelle Stunde ist kein Gespräch. Gespräche führen wir übrigens im Ausländerbeirat, wo wir sehr intensiv darüber diskutieren und auch sehr ernsthaft. Da war leider das letzte Mal, aus welchen Gründen auch immer, kann passieren, Ihr Vertreter nicht da. Also, Sie hatten einen Kulturausschuss, das passiert. Aber nichtsdestotrotz, da diskutieren wir sehr ernsthaft und nehmen die Probleme wirklich ernst. Das sieht man an diesen technokratischen Anträgen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich halte von dieser Form von Anträgen nichts. Ich halte sehr wohl etwas davon, dass wir weiter hier im Rat im Gespräch bleiben zu diesem Thema, aber dann im Interesse der Menschen und im Einsatz für das Grundrecht auf Asyl. Vielen Dank. Der nächste Redner für die SPD-Fraktion ist Herr Drews, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir diskutieren hier im Stadtrat seit Wochen und Monaten über die Sorgen von Nachbarn zukünftiger Übergangswohnheime, über die Ängste in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, über den Umgang mit den sogenannten besorgten Bürgern und über die Frage, wie sich eigentlich Asylsuchende in Deutschland zu verhalten und anzupassen haben. Heute auch wieder. Ich frage mich, wann diskutieren wir eigentlich endlich mal über die Probleme und Nöte, die Menschen mit Migrationshintergrund in Dresden haben? Was sagen wir denn eigentlich als Dresdner Stadtrat Asylsuchenden, die sich am Montag nicht mehr auf die Straße trauen? Was sagen wir denn eigentlich Migrantinnen und Migranten, die montags ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht am Nachmittag nicht mehr unversehrt nach Hause kommen? Was sagen wir denn eigentlich ausländischen Fachkräften, die überlegen, ob es wirklich eine gute Idee ist, in Dresden einen Job anzunehmen? Und was sagen wir zuletzt nicht auch den Touristinnen und Touristen, die überlegen, ob Dresden in der aktuellen Stimmung wirklich noch ein Reiseziel ist? Das sind die Fragen, die wir hier mal zu diskutieren hätten. Stattdessen diskutieren wir hier über eine neue Satzung, die die AfD gern hätte, die A, inhaltlich absolut redundant ist, weil sie im besten Fall eine unvollständige Gesetzessammlung ist, die B, absolut inhaltsleer ist, weil nicht gesagt wird, wie die aufgeworfenen Fragen denn eigentlich geregelt werden sollen, und die C, auch noch schlecht gemacht ist, weil sie Regelungen fordert, die wir in der Satzung überhaupt nie regeln dürfen und überhaupt nicht regeln können. Das ist für mich purer Populismus, das ist für mich das Profilieren auf Grundlage einer asylkritischen Stimmung in Teilen der Dresdner Bevölkerung. Das ist für mich reine Zeitverschwendung, auch deswegen diese Debatte heute hier. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft endlich mal an den Punkt kommen, wo wir über die wirklich wichtigen Fragen in dem Themenfeld diskutieren können. Meine Damen und Herren, der anwesende Vorsitzende des Ausländerbeirates, Herr Winze, hat berechtigterweise um Rederecht gebeten. Herr Winze, Sie kommen bitte nach vorn. Sie haben das Wort. Ich habe mal vor kurzem einen Anruf gekriegt von einem Abgeordneten, der hatte mich gefragt, ich brauche mal ganz schnell was zum Thema Flüchtlinge zu schreiben, ich will ein PM dazu ausgeben, was soll ich da reinschreiben in so eine Pressemitteilung? Ich habe da geantwortet, wenn du dich im Thema dich gar nicht auskennst und nichts zu sagen hast, dann sag einfach, Junge, gar nichts. Das ist am einfachsten. Man mischt wieder ein bisschen so Bundesangelegenheiten, ein bisschen Ländersachen mit rein, ein bisschen was mit der Kommune. Wir sitzen aber hier im Stadtrat von Dresden. Und dann stellen wir uns die Frage, was können wir machen, was müssen wir machen, was können wir leisten und was ist dann der richtige Weg. Und jetzt komme ich mal zum Positiven. Es ist tatsächlich Handlungsbedarf da, das ist ohne Frage. Und da müssen wir halt uns wirklich überlegen, wie wir das am besten anpacken. Hier ist wirklich Populismus, Aktionismus, parteipolitische Grabenkämpfe einfach fehl am Platz, weil es hier wirklich um die Schwächsten der Gesellschaft geht, die sich politisch gar nicht wehren können. Da müssen wir halt wirklich überlegen, wie wir halt gemeinsam im Interesse der Stadt auch den Schwächsten unserer Mitbürgerinnen und Bürgerinnen helfen können, damit wir tatsächlich eine menschenwürdige Unterbringung, eine Asylpolitik in Dresden schaffen und ein Klima der Weltoffenheit, was Dresden auch deutschlandweit positiv dann in der Vordergrund stellen könnte. Dazu brauchen wir wirklich ehrliche Diskussionen, ohne Tabus, überparteilich, wie gesagt. Da müssen auch die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden und auch der Ausländerbeirat. Und dazu bieten wir uns selbstverständlich an und hoffen wir, dass wir das zusammenpacken können und nicht einzeln und nicht auf diesem Weg. Danke. So, meine Damen und Herren, damit ist die Aktuelle Stunde der Tagesordnungspunkt 6 beendet. Ich würde gerne noch eine persönliche Erklärung zu dem Punkt abgeben. Eine was? Eine persönliche Erklärung. Warum? Bezüglich auf wem? Warum wollen Sie einen abgeben? Hat jemand Ihnen gegenüber was geäußert? Oder muss der Grund vorliegen? Es wurde gegenüber unserer Fraktion wurden Vorwürfe geäußert, die ich ungern so stehen lassen möchte, weil die Debatte es nicht sachdienlich war. Es geht nur um eine persönliche Erklärung, wenn Sie selbst angegriffen worden sind oder Ihnen irgendwelche Dinge sozusagen unterstellt worden sind. Also wenn es um die Fraktion geht. Ich fühle mich als Fraktionsmitglied angegriffen.
Gut, dann formulieren Sie kurz. Ja. Ich bin mit der Debatte zu unserem Antrag sehr unzufrieden, weil am Ende nur wieder eine ideologische Diskussion geführt worden ist. Es wurde eingeladen zu Demonstrationen, es wurde uns vorgeworfen, wir würden eigentlich nur Fremdenfeindlichkeit und Populismus vortragen. Im Grunde genommen haben wir in der Sache gesprochen. Es ist offensichtlich auch von Ihrer Verwaltung bestätigt, dass wir Regelungsbedarf haben. Und unser Wunsch war eigentlich nur, dass in die Regelungen, die ja jetzt auch stattfinden, die Bürger frühzeitig einbezogen werden. Und wenn man auf dieser Grundlage dann zu Demonstrationen einlädt und nur der Gegenseite Vorwürfe macht, populistisch zu sein, dann ist das eben nicht sachdienlich, sondern es ist selber Populismus. Dankeschön. Das ist aber... Also da würde ich Sie bitten, sich mal mit den Vertretern in der Stadtratsabteilung, die dafür zuständig ist, hinzusetzen und sich nochmal erklären zu lassen. Ich sehe noch nach, dass Sie noch relativ neu sind. Aber das war jetzt eine politische Argumentation, die Sie hier geführt hat, aber das ist keine persönliche Antwort auf irgendeinen Vorwurf, den Sie möglicherweise persönlich gekriegt haben. Also bitte sich nochmal genau erkundigen, wie das läuft, damit Sie das nächste Mal dann Bescheid wissen. So, aber...